eine E-Auto-Prämie innerhalb von 24 Stunden abzuschaffen, das geht nicht. Das ist kein seriöses Regierungshandeln. Mhm. Da verstehe ich den Ärger der zehntausende Menschen, die jetzt ein Auto bestellt haben, im Vertrauen auf die Prämie. Und nun wird die mir nichts, dir nichts kurz vor Weihnachten gestrichen. Das ist unseriös. Ich finde das auch handwerklich nicht sauber. Das reiht sich in dem Habeck-Ministerium von der Gasprämie, Heizungsgesetz, jetzt E-Auto-Prämie, in handwerkliches Fehlertum. Und bei den Bauern, da hat man nun eine Gruppe getroffen, die man richtig schröpft. Also 1 Milliarde bei den Bauern jetzt abzukassieren, das bedeutet pro Bauernhof 4.000 bis 6.000 Euro. Das bedeutet für den einzelnen Bauern, er kriegt ein Monatsgehalt genommen. Mal eben so. Und das bedeutet, dass das Höfesterben in Deutschland weitergeht. Es sterben zurzeit 4 Höfe jeden Tag. Und das sind Leute, die arbeiten hart und fleißig. Und diese Politik wird dazu führen, dass die Landwirtschaft weiter schwer belastet wird. Das ist auch klimapolitisch schädlich, denn dann produzieren wir die Äpfel nicht mehr in der Nachbarschaft, sondern fliegen sie aus Neuseeland ein. Deswegen finde ich das besonders schlecht und kann verstehen, dass die Bauern richtig wütend sind. Mhm.